Aber nicht irgendwie, nicht, dass du mit im Berg runterläufst oder so und der stirbt. Los, Marc. Komm, nein. Marc. Bitte, Marc. Nein, mach mal, bitte guck nicht. Guck mal, Marc. Marc, guck mal, guck mal, Marc. Guck mal, Marc. Guck mal, Marc. Kein Blödsinn, bitte. Guck mal, Marc. Nicht runterfallen, Marc. Zieh dich wieder. Marc. Willkommen, meine Minions und Revi zu einer neuen Folge Craft Attack. In der letzten Folge könntet ihr ja sagen, ob ich hier wohnen soll oder nicht. Und ich finde es ja eigentlich ganz schön. Also ich denke mal, und das kann auf jeden Fall meine Motivation für Craft Attack wieder hervorholen, weil in der alten Stadt war die irgendwie nicht mehr ganz so gegeben. Jo, das kenne ich, das Gefühl. Und dann habe ich eine Woche lang keine Videos gemacht, also keine Craft Attack Videos gemacht. So, keine Motivation mehr Craft Attack, ich mache keine Videos. Kein Bock mehr. Craft Attack macht keinen Spaß, ich lösche meinen Kanal. Aber nein, ich bin immer noch da. Und. Wenn du willst, ja, mach's dir bequem. Okay. Wo bist du? Ah, nein, nicht bitte, nein! Bitte, ich hab noch ein Herz, bitte nicht! Bitte nicht! Ich spawn in der alten Stadt, bitte nicht! Oh, das wäre richtig fies gewesen. Bitte ja, nicht. Ist was, Junge. Bitte. Oh, Gott. Lust essen. Wenn ich jetzt gestorben wäre, ich hätte dich gehasst aufs Leben. Ach, das machst du doch eh, Revi. Oh. Oh. Schuld. Nein, hör auf! Bin jetzt von Fallschaden gestorben. Oh, das wäre richtig traurig. Hör auf, du Serienkiller, du bist ein Psychopath. Ich habe auch gute Rüstung nicht an, weil ich halt... Oh nein, bitte nicht. Ja, warum eigentlich? Ja, weil ich mir dachte so, nö. Wenn der Dena kommt, passt er lieber mal auf. Ich habe nicht mal Werkzeuge da, außer so eine Steinschaufel. Ja, wir helfen dir jetzt. Schau mal hier, du kannst ja schon mal hier. Hey, wie baut man das überhaupt? Mit Pickaxe am besten. Pickaxe. Pickaxe. Am besten gucken wir erstmal, auf welche Ebene wir das bringen hier so. Keine Ahnung. Die Ebene jetzt hier. Die hier. Stopp! Nee, stopp! Ich finde die hier gut, weil guck mal, hier ist alles, hier ist schon richtig viel auf der Ebene. Siehst du das? Ja, okay, dann die Ebene. Dann tragen wir das also einfach. Ich möchte gar nicht so viel. Ich mache nicht so gerne so komplett platte Sachen. Auf die Ebene aber füll nichts auf, okay? Alles abbauen, aber noch nichts auffüllen. Hier müssen wir doch auffüllen, oder? Das Loch. Schau mal hier hinten. Ja, ich will gar nicht so groß bauen. Ich mach so ein kleines schnuckeliges Häuschen, das ich auch alleine bauen kann. Okay. Also ihr könnt gerne mithelfen, aber ich möchte nicht so ein Riesending, was ich eh nicht alleine schaffe. Dann bist du aber immer neidisch, weil Felix und ich uns gegenüber richtig die riesigen Villa bauen wollen, ne? Ich bin auch mit wenig zufrieden. Ah, das ist gut, das ist schön. Das stimmt. Dena ist ein sehr genügsamer Mensch. Genau. Ja. Ist schnell zufriedenzustellen. Mal ein Eis oder sowas. Ist ja schon direkt ganz anders gelaunt. Ja, oder ein Keks. Oder, ja, boah, Kekse. Oder Kartfahren wäre schön. Boah, ja, da haben wir nochmal Lust drauf, ne? Ja. Da ist ja im Moment auch... Wir haben es ja auf jeden Fall wieder geplant. Und ich weiß ja nicht, ich glaube, das kam ja auch bei dir richtig gut an. Das haben die Leute ja auch ziemlich gefeiert. Ja, wir reden nicht, wann wir zusammen Kartfahren. Das kennen, glaube ich, ganz viele Zuschauer gar nicht. Das ist ja schon fast ein Dreivierteljahr her. Na gut, ja. Über ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ewig lang her ist auf jeden Fall. Mein Kopf viel zu lange her. Und wir waren ja schon mal zusammen Kartfahren. Da ist Revi richtig amok gefahren. Da könnt ihr euch mal auschecken. Das gibt es auf meinem Kanal als Dena's Tag. Oder aber auf Revis Kanal. Der hat auch zwei Videos sogar von gemacht. Diesmal also, wollen wir halt mit mehr Leuten fahren. Und ja. Ein paar mit. Und dass das dann richtig cool wird, würden wir gerne machen. Eventmäßiges Ding. Ja, und wir planen das schon seit Ewigkeiten. Aber es gab da so ein paar Probleme mit. Genau. Und aber organisatorische Dinge, wo wir halt warten müssen. Und ich weiß gar nicht, wie genau wir das halt sagen dürfen oder nicht. Von daher sage ich gerade mal nichts. Ist halt schwierig, ne? Ist halt schwierig. So, also, es ist schwierig. Ja, aber wir sind auf jeden Fall dran. Ja, dann sagen wir es auf jeden Fall. Dann sagen wir nicht, warum. Gut, dann weiß ich das. Aber wieso baust du hier noch einen ab? Achso, du machst das hoch, okay. Ich wollte da Gras hinmachen, oder? Nicht? Ja, ist okay. Ich wollte mein Haus halt hier so hinbauen, dass man hier so runterschauen kann. Das ist cool, ja. Ich wollte hier so einen Hang machen. Sollen wir das nicht noch ein bisschen höher da machen, hier den Hang, dass das genau am Hang ist, oder? Passt dir das so? Passt mir so. Ja? Okay. Okay, ganz am Hang. Ganz am Hang? Aber mit diesen coolen, Stein halt gerne. Warte, genau, ich habe ja hier, dann müssen wir nur die Schichten irgendwie nachtragen, so circa. Aber eigentlich, wir planen das schon seit 4-5 Monaten eigentlich. Ja. Und also wirklich, wir planen das wirklich seit Dezember oder so wollten. Wir wollten gleich Ende November eigentlich fahren, dann wurde es irgendwie nichts, dann haben wir es erstmal verschoben, bla. Und mittlerweile hat der Commander Krieger plant auch so ein Deshalb wird es unbedingt schneller sein. Und deswegen... Ja. Nee, aber dann, mir ist ja egal, also wir können ja unser eigenes Ding machen und wir können ja trotzdem bei ihm auch mitfahren. Ich weiß nicht, wo das ist, das ist halt vielleicht weiter weg von Köln oder so, ja, genau. Was dann ein bisschen blöd ist. Aber ansonsten wäre es vielleicht bei ihm auch gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, Revi hat ja, ich glaube, ihr müsst alle mal dem Commander Krieger in die Kommentare schreiben, Revi muss mitmachen beim Kart-Event. Ja, definitiv. Definitiv. Also, wenn ihr wollt, dass Revi das mitfährt, ganz wichtig, dann macht das da, mal. Dass ich das irgendwie gesagt bekomme. Weil, ja, sonst weiß der junge Mann ja nicht, dass ich, existiere überhaupt. Der kennt einfach, ja. Der CK, der kennt den Revi einfach nicht. Das ist einfach,
Ja, das ist traurig. Ungeschriebenes Blatt eigentlich. Und dabei liebt er ihn. Ich bin nicht groß, seit der ersten Stunde gucke ich seine Videos. Ich wäre sein erster Abonnent. Yeah, yeah. Davon gibt es echt viele von den ersten Abonnenten, ne? Die sagen, sie waren der erste Abonnent? Nein, nein, es gibt immer. Jeder war der erste Abonnent. Ich auch. Genau. Aber das kann man ja ganz einfach checken bei seinen Abonnenten, ne? Man kann echt? Das ja irgendwie. Ja, man kann ja irgendwie auf seine Liste gehen und dann. Ja, aber da sind nicht alle Abonnenten drauf. Das sind nur so, die mit Google Plus haben und die so ein bisschen echt? Da und die sind das. Ich glaube, das ist nicht alles. Das ist so ganz komisch verbuggtes Feature. Guck mal, so ist doch gut, oder? Wenn du jetzt so da runter guckst. Das ist schon schön, auch wenn die Sonne gerade so untergeht und es so von der Farbe her so ein bisschen. Shader ist richtig geil, wa? Aber guck mal hier, Dana, wenn du hier runter guckst. Shader. Shader. Hast du keinen Shader doch, ne? Doch. Dann ist alles dunkel, das ist auch schön. Ja, gut. Das ist einfach komplett. Dunkel. Das ist doch schön. Ich sehe einfach nichts. Beste Aufnahme. Also der Shader, den habe ich von der Bergmann, weil immer alle fragen, wo ich den habe. Den hat der Bergmann. Der ist einfach für Videoaufnahmen halt geil, aber sonst kannst du den eigentlich nicht so wirklich benutzen. Den hat der Bergmann selber gemacht. Das ist so ein alter, den ich mal benutzt habe, der funktioniert aber nicht mehr so gut mit der neuen Shader-Version, glaube ich. Guck mal, ist das so gut? Das ist der in der Beschreibung steht. Boah, ich habe 1000 verschiedene Shader. Ja, wie bitte? Siehst du das, wenn du hier runter guckst? Ja, das passt doch, oder? Mhm. Naja, das ist schon gut. Sollen wir mal, pass auf, dann lass mal ganz kurz rüber gehen und wir gehen mal pennen, weil sonst nämlich Folgendes passiert. Sonst sterben wir einfach an Creepern und das wollen wir natürlich nicht. Kommst du runter? Ich finde es schön, wenn man an Creepern stirbt. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Ja, okay, es tut mir wirklich leid. Weil Creeper sind grün und schön und schlau und au, ja genau. Das war ich nicht. Okay, das war irgendwie ein Skelett, meinst du? Nein, bitte nicht! Ich habe keine Rüstung an, ich will nicht schon wieder verrecken. Du bist einfach vom Teufel besessen. Du bist böse. Oh, der war nicht schlecht. So. Jetzt, wir haben hier oben aber nur so ein Kuschelbett nebeneinander. Gerne. Kuschel gern mit dir. Oh, dass du mir nicht ganz zu nah kommst. Wieso warte, nicht? Du wolltest das. Ich leg dir eine Route. Hier, unvegan. Warte, unvegan, ja. Hier, komm. Lauf dem Händchen hinterher. Danke. Ich mag Essen. Hashtag ungesund. Und ich kurz noch das Essen Instagram. Ja. Hä, wie schläfst du denn? Einfach da reingehen. Du schläfst in der Wand. Ich weiß, ich bin ein bisschen mein Kopf ist verdreht. So, liegst du auch im Bett? Ich kann nicht schlafen, wenn du so laut atmest, Dena. Entschuldigung. Ja. Was mach? So. Ist das so lange Nacht? Was soll das? Ich bin schon lange im Bett, ich schlaf schon. So, jetzt. Es war eine sehr schlimme Nacht, ich hab von dir geträumt. Das ist doch gut, oder nicht? Ja, ich hatte wieder die Vision, dass du mich töten möchtest, deshalb. Kritisch. Aber schau mal hier, die Brücke, da haben wir jetzt echt einen Preis mit verdient. Ne? Die ist richtig schön. Ja, habe ich auch gemacht. Und ja, stimmt, das warst du, richtig. Habe ich ganz vergessen. Komm, warte. Ich weiß nicht, eigentlich müssen wir jetzt noch mit Marc Gassi gehen. Komm, wir gehen mal lieber eine Runde mit Marc Gassi. Okay. Weil. Wie bekommt man den überhaupt aus dem Haus raus? Das ist ein bisschen schwierig, da haben wir uns auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber Marc kommt es auf jeden Fall mal mit. Und wir nehmen das mal mit raus. Komm. Komm, Marc. Los, Marc. Der muss jetzt auch mal hier, der muss halt sein Geschäft halt machen. Der ist auch ein bisschen wild heute. Guck mal. Komm. Guck mal, oh. Marc, hier, kannst kämpfen. Kämpfe, Marc. Marc. Marc, los. Marc. Jawohl, Marc. Marc, du bist der Beste. Komm, jetzt nehme ich ihn mit. Okay, nimm du. Warte, ich lass ihn los. So. Aber nicht irgendwie, nicht, dass du mit im Berg runterläufst oder so und der stirbt. Los, Marc. Komm, Marc. Bitte, Marc. Bitte nicht. Guck mal, Marc. Marc, guck mal, Marc. Guck mal, Marc. Guck mal, Marc. Mach keinen Blödsinn, bitte. Guck mal, Marc. Nicht runterfallen, Marc. Zieh dich wieder hoch. Marc. Hoch. Marc. Zieh dich hoch. Scheiße, Marc. Pass auf, mein Bruder. Doch, wir tun ihn wieder ins Haus, bevor der stirbt. Okay. Das war's, Marc. Wenn du immer so wild drauf bist, dann können wir nicht mit dir Gassi gehen. Das liegt natürlich überhaupt nicht an demjenigen, der mit ihm Gassi geht, sondern an Marc selber. Marc, ich hab nichts gemacht. Komm. Marc. Komm, Marc. Geh rein. Kett ihn wieder an. So. Der muss halt morgens immer kurz sein Geschäft verrichten und dann. Boom! So, man kann einen Bodycheck mit ihm machen. Marc! Marc! Wahoo! Richtiger Bro. Ist voll gut. Schade, dass man die Minecraft-Figur, wenn wir uns so anspringen, das nicht passiert. So, wow, und einer schwimmt, wird so voll zurückgeschleudert. Boom. Einmal, warte, aufeinander, zugelaufen. Okay. Bleib stehen. Okay, eins, zwei, drei, los. Aua. Ich wollte rückspringen, aber das geht in der Luft. Marc macht mehr Spaß. Ja. Kann man richtig wegschleudern. Aber wir dürfen nicht so rumschubsen, das wird ja irgendwann sauer und beißt uns. Glaube ich nicht. Sollen wir mal wieder rübergehen zu dir? Kille, 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 kille. Provozier den Jungen nicht.
Nee, der hat immer so einen Ausraster. Was ist los mit ihm? Ein Ausraster. Scheiße. Der ist ja letztes aus der Pubertät raus, ne? Na okay. Wie alt ist er jetzt? Marc ist jetzt gerade 14. Okay. Also der ist jetzt gerade aus der Pubertät. Ganz schlimmes Alter. Das ist halt schwierig, ne? Naja. Die Hautunreinheiten beginnen halt bei ihm und alles. Aber es läuft. Also in der Schule ist er nicht verkehrt aufgehoben. Im Moment halt Ferien. Ja. Bei Herr Bergmann ist er auch? Der ist bei Herr Bergmann in der Schule, ja, genau. Ah, gut, dann hat er aber Glück, weil dann ist er halt für seine Entwicklung zumindest gut. Er wird selbst das wahrscheinlich nicht so gut finden, aber für seine Entwicklung definitiv wichtig. Bergmann hat da sehr eigene Erziehungsmethoden, ne? Naja. Aber das funktioniert. Da sind wir alle mal durch. Das ist echt schön, wirklich. Das klappt. Ja, und du, komm mal, ich meine, schau mal hier, du kannst hier hinten ja direkt, eigentlich kannst du das Loch ja nutzen für einen Pool oder sowas hier hinten direkt, ne? Guck mal. Weil das hier so gerade machen kannst du. Oder mach hier so einen Schwimmteich oder sowas rein. Dann baust du hier vorne dein Haus und hier hinten hast du dann so einen Pool. Weißt du, dann machst du bis hierhin so dein Haus. Und dann kannst du so einen Pool oder sowas. Aber das können die Leute ja in die Kommentare schreiben, was den da machen soll. Ich weiß gar nicht, mit was dem Grundmaterial ich bauen soll. Ich finde das gar nicht so gutes Grundmaterial bei euch. Hier dieses rote oder was? Oder das bei uns? Stimmt, was ist denn das hier für ein rotes Holz hier? Nicht Holz. Ding hier, das hier, das ganz rote. Also schau mal hier, Du kannst natürlich auch, was wir machen können. Redstone Clay, ha? Du kannst auch hier den weißen bauen, dann sieht das aus wie so eine Stimmt. Dann hast du halt. Ist das weißes Clay oder ist das normales Clay? Das ist weißer, schau. Redstone Clay, das ist cool. Aber das kann ich jetzt hier nicht aus der Seite rausreißen. Pack alles zurück, was du gebaut hast. Nein, wir haben noch hier genug. Guck mal, sonst gehen wir einfach woanders hin und farmen das da. Das ja, ist ja, ja, ich weiß, aber das hier bitte zurückpacken. Das sieht so ein Scheiß aus. Das stört dich direkt einfach, dass da zwei Stück fehlen. Ja, das nervt richtig. Tut mir leid, wirklich. Dann fahre ich das jetzt sofort. Ja, okay, dann mache ich hier oben mal weiter. Weil ich brauche dieses White Stain Clay. Da können wir daraus so eine Art moderne Villa oder sowas bauen, weißt du? Ja, und das aus White, das finde ich richtig gut. Oder wir können auch direkt aus Quarz bauen, aber das ist halt ein bisschen aufwendiger, ne? Ich nehme White Stain Clay, dann passe ich mich auch ein bisschen der Umgebung halt an, weißt du? Das ist auch so sustainable und so, und das ist auch so ein bisschen, dass du halt auf die Umwelt achtest und so. Ist alles schön und so. Der Diener, der Englisch läuft bei ihm. Aber so richtig. Ne, das war sogar das richtige Wort. Scheiße, ich habe keine Pickaxe gleich mehr. Ich muss zurück. Ich kann dir geben. Voila. Okay. Kannst du mir Eisen geben für Eisenpickaxe und so? Ja, Eisen haben wir keins mehr. Wir haben es alles in Schienen investiert, aber da müssen wir runterfahren. Da, Diamanten halt. Ja, das geht bestimmt. Da habe ich noch was von. Einfach eine Diamantpickaxe. Wir sind halt, weiß ich nicht, also wir machen halt sowas, so wenn wir zum Beispiel so farmen gehen, machen wir halt immer offscreen. Ich weil das mega entspannt ist. Ja gut, bei dir kriegen die Leute alles ungeschnitten zu sehen, ne? Nee, manchmal mache ich auch Timelapse. Das stimmt, aber stimmt, aber jetzt möchte ich einfach entspannt farmen, weil ich habe gerade auch ein schönes Lied. Ja, das höre ich auch, das gefällt mir. Mach mal ein bisschen lauter. Ich habe jetzt neue Musik. Ich habe ja Jimmy, habe ich irgendwie 2 Jahre lang unverändert ein bisschen benutzt. Und jetzt hat er mir einfach ganz viele neue Lieder noch gegeben. Schaut, ein Link zu ihm ist immer in der Beschreibung, wenn ich die Musik benutze. Jimmy. Wer ist denn Jimmy? Wenn man so ausspricht. Aber ich finde ihn voll cool und ich habe seine Musik schon seit Ewigkeit benutzt. Mittlerweile benutzen sie voll viele, aber damals war ich einer der wenigen, die es benutzt hat. Und dann wurde es Mainstream. Und jetzt habe ich ganz viele neue Lieder von ihm. Was macht er für Musik? Ja, so ganz nette Sachen halt. Voll viele verschiedene. So nette Musik, schöne. Ja, also gerade hört sich das so an wie diese Musik, die man bei Mario Kart auf der Strecke hat, die am Strand längs führt, bei Mario Kart 64. Ja, schick, schick, schick. Das klingt gut. Also eigentlich gar nicht so sehr, es ist eigentlich schon ein bisschen anders, aber so ein bisschen erinnert es mich daran. Ich finde ich ganz schön, weil man macht ganz viel Verschiedenes. Also auch so Rap-technisch und so, also Beats. Ja, aber ist nicht so sowas wie Kollega-Beats. Warum nicht? Also habe ich zumindest nicht gehört. Aber nicht solche Epic-Beats, wie man so was nennt. Schau mal hier oben kannst du fahren. Guck hier. Da. Oh, das ist gut. Fahr mal guck mal, die ist fast kaputt hier. Dann und das ist eigentlich noch zu nah dran. Ich möchte nicht, dass er so hässlich direkt bei meinem Haus ist. Nein, du kannst du doch hier oben verdecken. Wir haben ja genug Erde. Ja, trotzdem. Ich möchte das lieber ein bisschen weiter wegfahren. Und ich brauche auf jeden Fall eine Spitzhacke. Meine ist jeden Moment kaputt. Jetzt eine. Dann machen wir hier schnell eine neue. Du bist einfach immer richtig, richtig out of resources, ne? Du hast einfach nie was. Ja, ich hatte halt noch nie was, ne? Out of resources hört sich so an, als ob man es mal hatte, aber ich hatte es ja nie, ne? Stimmt. Das hört sich einfach so an, als hättest du wenigstens was. Lustig, wie das hier so da drunter so rot ist, darüber ist das. Das ist diese krass, neuen ne? Biome ist voll cool in Minecraft und ich kenne das einfach gar nicht mehr so richtig. Ja, das kommt davon, wenn man die ganze Zeit in derselben Stadt hängt, Dina. Entschuldigung. Bei Marktown wird auf jeden Fall, das läuft. Also wir wollen ja noch andere Leute dazu holen. Mhm. Wo man weiß, dass die nicht jetzt irgendwann bei denen die Sicherung durchbrennen, einfach alles anzünden. Das ist bei dir halt kritisch. Nein! Ich habe komplett Crafted nichts kaputt gemacht. Das. Fast nichts, nur das An vom Patrick. Da kann ich gerade sagen. Und das, was ich vom Patrick kaputt gemacht habe, war auch ultra hässlich. Das war nur deswegen.
Das ist ja gut, dass es irgendwo war, das stimmt das leider. Das war absolut allgemeiner Konsens. Das war berechtigt. Ja. Durfte es einfach, genau. Das Einzige, was mich bei Jimmy stört, ist bei seiner Musik, dass sie total unterschiedlich laut ist. So, ich habe jetzt eine Effizienz-1-Hacke gemacht sogar. Ich habe sogar verzaubert für dich, Alter. Hä? Der muss sie mal angleichen, die Musik. Sag dem Jimmy mal, bitte gleich deine Musik an, damit die bei denen auch immer schön gleichmäßig ist. Sag dem Jimmy das doch mal. Echt? Aber kommt nicht zurück. Keine Antwort. Danke für die Spitzhacke. Ich hatte mal so eine Spitzhacke, die auch richtig gut war. Dann habe ich die verloren, weil irgendjemand mich getötet hat. Ist richtig. Wirklich? Nicht genau die, aber eine andere. Mit noch mehr Effizienz. Ich glaube nicht, dass du irgendwas Gutes hattest. Das glaube ich nicht. Doch, ich hatte eine Verzauberung. Ich glaube sogar von Petre. Echt? Ja, gut, dann ist das wahrscheinlich. Petre wollte mir auch noch 50 Diamanten geben. Hat er immer noch nicht gemacht. Für den Döner? Ja, aber er hat gesagt, er gibt es mir auch ohne Döner. Weil ich wollte ihm Döner kaufen. Dann meinte er, nee, ich bin satt. Stimmt. Da warst du sogar dabei, als wir mit deiner Freundin hier Longboard gekauft haben und danach gefahren sind und Petri immer hinterhergelaufen ist wie so ein Dackel. Weil er kein Longboard hatte. Das war richtig traurig. Sollen wir mal, pass mal auf, wenn wir hier noch farmen, dann kriegen wir doch hier bestimmt irgendwas weg. Ich weiß gerade nicht, wo du bist, aber ich genieße diese wundervolle Landschaft und sage, jo, meine Jungs, das war's für die heutige Folge Craft Attack. Übermorgen, wahrscheinlich übermorgen, vielleicht auch schon morgen oder übermorgen, so wie ich Lust habe, kommt die nächste Folge Craft Attack. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Entscheidung, dass ich jetzt hier wohne und ein bisschen was baue und farme. Wenn ja, dann schreibt es mir rein in die Kommentare. Wenn ihr zu faul zum Schreiben seid, drückt einfach den Daumen nach oben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Schaut auch bei Revi vorbei, Link ist in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.